Tweets des AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner sorgen für Kritik. Darin verhöhnt er den jüdischen Publizisten Michael Friedmann und retweetet einen Post, der für Empörung sorgt. Darin wirft ein anderer Nutzer die Frage auf, warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum? Schließlich seien ja eine Deutsche, die gerne Volksmusik hörte, und ein Bio-Deutscher Opfer des Amokläufers von Halle geworden. Dass der Anschlag ursprünglich der Synagoge galt, wird verschwiegen. In einem eigenen Tweet verbreitet Brandner ein Foto des jüdischen Publizisten Michael Friedmann, versehen mit den Worten: Jede Sendeminute dieses deutschen Michel treibt uns neue Anhänger in Scharen zu. Weiter so. Diese Reaktionen auf den Anschlag in Halle sorgen für viel Kritik. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Hasselmann, verweist in einem Statement darauf, dass Brandner den Rechtsausschuss im Bundestag leitet. Es ist beschämend, welche Hatz und Hetze er verbreitet. Das ist eines Rechtsausschussvorsitzenden unwürdig. Brandner wird zum rechten Flügel der AfD gerechnet und gilt als Vertrauter des thüringischen Partei- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke.